Vor 1000 Jahren eroberte der böse Drache Elgar die Welt. Elgar war auf den Thron besessen und benutzte die fünf Energien der Menschenwelt, um die allmächtige Dunkelheit herbeizubeschwören. Viele Menschen folgten Elgar aus Angst. Und es sah aus, als ob er gewinnen würde, bis die fünf Helden erschienen. Sie kerkerten ihm mit Hilfe des guten Drachen Descartes ein. Und Frieden ließ sich auf der Welt nieder, bis jetzt, wo sich die Dunkelheit wieder breit macht. In einer kleinen Stadt namens Odelia lebten die Zwillinge A und Mir glücklich mit dem ehemaligen Ritter David. A war von allen magischen Dingen fasziniert und Mir zeigte die Talente eines zukünftigen Kriegers. Eines Tages beim Erforschen der Gegend stießen die drei zufällig auf ein verstecktes Drachennest und wurden von Balgon angegriffen. Mir kämpfte mit dem Mut eines wahren Helden, doch ohne Erfolg. Irgendwie schaffte es A, einen mächtigen Zauber hervorzurufen, der den Drachen besiegte. Alle lebten, nur David war stark verletzt. Nach einem langen Marsch trafen sie wieder in Odelia ein. David, geplagt von seiner lebensgefährlichen Wunde, sagte zu den Kindern: Ich glaube, es wird Zeit für euch, nach Eliades zu reisen. David! Dort suchen sie die Nachfahren der legendären Helden. Ihr müsst zum Hafen der Winde reisen, zur Drachenexpedition. Im Hafen der Winde, sagt ihnen, ihr seid... David! David! David starb und ließ nur diese mysteriöse Nachricht zurück. Nun machen sich A und Mia auf, um sich ihrem Schicksal zu stellen.